Hallo und herzlich willkommen bei Video Nummer 3 von 5, in dem ich meine Erfahrungen mit der Leberfastenkur mit dir teile. Ich bin ja selber gerade dran, ich mache gerade die Leberfastenkur und habe ta heute Tag 11. Eigentlich wollte ich gestern ein Video machen, aber es war Pfingstwochenende. Wir hatten gestern Familiengeburtstagsfeier meiner Tochter und mir war es einfach wichtig, in der Früh laufen zu gehen und den Tag dann eigentlich mit der Familie, den Tag mit der Familie zu genießen. Und das habe ich dann einfach auch gemacht. Drum gibt es heute mit einem Tag Verspätung dieses Video. Ja, wie geht's mir Tag 11? Also die Leberfastenkur dauert ja 14 Tage, also jetzt ist es bald vorbei. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Gestern muss ich sagen, das war eben Tag 10. Ja, da war der Verzicht ein bisschen schwierig. Also das war so, ich muss sagen, das war bisher der einzig wirklich, wirklich, wirklich schwere Tag. Also das war so am Nachmittag, also so, wir haben aufgekocht für unsere Familie und ich habe das natürlich alles nicht gegessen, was es da gegeben hat und habe zugeschaut. Und normalerweise bin ich ja das auch ein Stück weit gewohnt, dass ich nicht immer das esse oder eigentlich sehr selten das esse, was alle anderen essen. Aber das war gestern aus irgendeinem Grund eine Challenge. Ich habe auch darüber nachgedacht und versucht herauszufinden, was das gelegen haben kann. Ich weiß es nicht. Es war halt einfach gestern schwierig. Keine Ahnung. Warum? Ja, was ich heute mit dir teilen möchte, sind zwei Dinge. Zum einen möchte ich so ein bisschen auf das mentale und emotionale Thema, klar, das ist meine Expertise, eingehen. Und zum anderen möchte ich dir erzählen, wo ich mir Unterstützung gesucht habe, ja, zu wem ich da gegangen bin und ja, was das mit diesem Leberfasten, weil ich habe das ja nicht auf eigene Faust gemacht, sondern oder mir das im Internet bestellt oder so. Aber dazu dann mehr, ja. Den ersten kurzen Teil möchte ich heute starten mit einem Zitat und zwar: Wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du nur das bekommen, was du schon immer hattest. Ich habe das gefunden, ich weiß nicht, ich glaube, es ist von Anthony Robbins, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich wiederhole es jetzt nochmal, wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du nur das bekommen, was du immer hattest. Da liegt so viel Wahrheit drinnen, das ist eigentlich logisch, eigentlich ganz einfach. Doch das Thema ist, dass man das nicht tut. Man tut immer wieder das Gleiche und erwartet sich, dass sich dann was verändert, ja, obwohl wir wissen, dass sich das eigentlich nicht ausgeht. Und das ist für mich so, diese Leberfastenkur ist wieder so ein Verändern von Gewohnheiten, eine Veränderung von dem, was ich die ganze Zeit tue. Ja? Indem ich diese Leberfastenkur mache, unterbreche ich das. Und für mich ist dieses Leberfasten nicht nur für meinen Körper etwas Gutes, sondern auch für meinen Geist und meine Seele und für mein Leben, sogar für meinen Beruf. Also bei mir ist das so, also diese Leberfastenkur ist wirklich so ein mentaler und emotionaler Boost nach vorne. Das heißt, wenn ich Gewohnheiten verändere, wenn ich wirklich in die Handlung gehe und etwas verändere, dann verändert sich auch etwas anderes mit. Es ist niemals nur so, dass ich wie soll ich sagen, wenn wir Dominosteine aufstellen und einen anstoßen, einen Stein, ja, von diesen Dominosteinen, dann fallen alle um, dann bewegt sich alles, ja. Also das heißt, indem ich eine Leberfastenkur mache und ich mein
meine Ernährungsgewohnheiten verändere und unterbreche für einen bestimmten Zeitpunkt, weil das hat ja einen Anfang und wieder ein Ende, diese Leberfastenkur, die dauert einfach 14 Tage und nicht länger, dann verändert sich auch dein Geist mit, deine Energie verändert sich mit, deine Gedanken verändern sich mit. Also da tut sich ganz, 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 ganz viel auch rundherum. Nicht nur in deinem im physischen Körper. Also für mich ist es wirklich diese Leberfastenkur schon auch, dass ich diese Winterkilos verliere, ich nenne die jetzt mal so, und dass mein Körper wieder in die Form kommt, in die ich ihn gern hätte, sondern und in der er auch sein möchte. Also ich will da jetzt nichts erzwingen oder so, weil mein Körper macht eh das, was er macht und zeigt mir, wie viel er abnimmt oder auch nicht, wie viele Zentimeter da weniger werden oder auch nicht. Ja, also für mich ist das wirklich auch aus der Komfortzone aussteigen, Gewohnheiten im Außen zu verändern. Also darum kommt auch für mich ein Abbrechen oder ein Sündigen, komisches Wort, kommt für mich nicht in Frage, weil für mich war klar, ich fange das jetzt an und ich mache das fertig. Und auch wenn es mir noch so schwer fällt, ich mache das jetzt fertig. Weil man könnte ja zum Beispiel, ich habe jetzt Tag 11, ja, wenn ich habe schon ein paar Kilos abgenommen, ich habe schon Zentimeter verloren. Ich könnte jetzt sagen, hey, ich bin mit meinem Körper zufrieden, was auch wirklich so ist, ja. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören damit. Aber ich tue es nicht, weil ich für mich, ich habe mir selber etwas versprochen. Das ist ein Commitment mit mir und ich möchte mir selber einfach treu sein und sagen, hey, ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt. Ich will wissen, wie das ist und ich ziehe diese 14 Tage jetzt einfach durch. Und es geht mir ja körperlich gut. Also wenn es mir jetzt irgendwie, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwas ganz Dramatisches passieren würde, wo ich sage, ich bin nur dann in Sicherheit, wenn ich das abbreche, ja, dann ist das ganz klar. Aber nur unter Anführungsstrichen, weil mir gestern der Verzicht jetzt ein bisschen schwerer gefallen ist, das ist kein Grund für mich abzubrechen. Im Gegenteil, das ist, hey, und jetzt mache ich weiter und jetzt hast du recht und da gehe ich durch. Weil das macht mich stärker. In solchen Situationen wachse ich über mich hinaus und ich werde das ganz ehrlich auch feiern, diese 14 Tage, weil so easy cheesy ist das nicht immer. Also das sind wirklich Momente dabei und das war auch gestern so, wo man sich denkt so, oh, wow, alle essen Schnitzel und man, das esse ich so normalerweise auch nicht, aber ich esse halt dann was anderes Gutes und bin dann einfach glücklich. Und ich habe dann gestern auch lustigerweise keine Ahnung wieso, ich habe dann auch schon am frühen Nachmittag schon wieder Hunger gehabt und das heißt auch mein Körper hat sich da gemeldet, weil ja, und das war irgendwie, keine Ahnung, was das war. Aber ich habe es geschafft, ich bin nicht umgefallen, ich habe weitergemacht und ich bin stolz auf mich und dankbar und froh. Und wie gesagt, ich werde auch diese 14 Tage dann. Ich werde das auch feiern, dass ich das geschafft habe, ja. Und das sollte man auch, das wirklich anerkennen und zu sagen, hey, wow, cool, ich habe das 14 Tage lang durchgehalten. Ja, das wollte ich so ein bisschen da lassen und dann habe ich dir versprochen, dir zu erzählen, wo ich mir Unterstützung geholt habe. Und zwar ist es so, dass wir hier, also ich hier bei mir zu Hause, ganz in der Nähe, also das war wirklich, das ist, ich freue mich total drüber. Da gibt es ein MR-Institut, das heißt MR Sonnhof, also Praxis MR Sonnhof, ist in Lanzenkirchen zu Hause. Also ist in Niederösterreich, in der Nähe von Wiener Neustadt. Und die haben sich jetzt dort auf die
nicht-alkoholische Fettleber spezialisiert. Also die Homepage heißt www.meine-gesunde, na, oh ja, Entschuldige, so nochmal von vorne, www.meine-gesunde-leber.at. Die haben sich auf die Diagnose von dieser nicht-alkoholischen Fettleber spezialisiert. Sieht man das da jetzt? Muss dann nur schauen, wie das geht. Hier ist auch hier unten, ich weiß nicht, ob das jetzt verdreht ist. Ich glaube, das ist verdreht. Ich glaube, das macht jetzt gar keinen Sinn, dass ich das da reinhalte. Jedenfalls haben die sich auf die Diagnose und auch auf die Behandlung quasi, also die bieten auch gleich eine Lösung an, nämlich das Leberfasten nach Dr. Worm. Das ist ein wunderbares Konzept. Und ja, also du kannst das googeln im Internet. Wenn du eingibst Leberfasten nach Dr. Worm, kommst du sofort auf die Homepage. Ich schaue jetzt gerade, ob ich eine Homepage finde. Aber schau einfach bei meinegesundeleber.at rein, da hast du dann alles. Da kriegst du dann alle Informationen. So, ich sage es jetzt auch nochmal in diesem Video. Ich habe es auch schon im letzten Video gesagt. Ich verdiene da dran nichts. Ich gebe das einfach so weiter. Mir tut das gut. Ich habe das jetzt ausprobiert und ich finde die Betreuung oder Begleitung dort im MR-Sonnenhof, das sind einfach super lässige, coole Leute. Man geht rein, fühlt sich wohl und gut aufgehoben. Und drum gebe ich das einfach weiter. Ich habe dort, was habe ich dort machen lassen? Ich habe, bevor ich mit der Leberfastenkur gestartet habe, und zwar, ich glaube, einen Tag vorher. Ich habe an einem Samstag begonnen und am Freitag, ja genau, am Freitag davor habe ich eine Bioimpedanzmessung machen lassen. Und zwar, es geht total schnell, also in 5 Minuten hast du da nicht einmal, das ist eigentlich dauert das nur ein paar Sekunden, hat man da, ich schaue da jetzt auf den Folder darauf, hat man da folgende Informationen. Und zwar die Fettmasse und fettfreie Masse, dann die Skelettmuskelmasse, Körperwasser, Verhältnis von Fett und Muskelmasse, Wasserhaushalt, Zellqualität und Bauchfett. Also all das ist bei mir gemessen worden. Es hat nicht lange gedauert. Es tut auch nicht weh oder so. Ich habe mich einfach nur barfuß ja, auf so ein, keine Ahnung, Ding raufgestellt. Und da wurde das dann alles gemessen. Dauert, wie gesagt, nur ein paar Sekunden. Und du hast dann alle Informationen. Da steht sogar der Kalorienverbrauch. Also das ist dann super. Du hast da auf 4 Seiten oder so hast du diese ganzen Informationen. Also diese Bioimpedanzmessung, die kostet auch wirklich nicht viel. Also das ist ein ganz kleiner Betrag aus meiner Sicht. Ich nenne jetzt keinen Preis, weil dieses Video bleibt einfach länger im Netz und ich weiß nicht, wie aktuell dieser Preis dann auch bleibt oder so. Schau dir das einfach auf dieser Homepage meinegesundeleber.at, da findest du auch die Preise. Das heißt, ich habe diese Bioimpedanzmessung machen lassen. Und ja, jetzt mache ich die Leberfastenkur und danach lasse ich das dann nochmal machen und ich teile dann auch mit dir meine Ergebnisse, weil dann habe ich es schwarz auf weiß, was ich da alles getan hat. Ja, das ist so das Messbare. Alles das, was sich mental und emotional verändert, ist ja so schwer messbar, ja. Aber da kann man wirklich schwarz auf weiß sagen, so, das hat sich körperlich getan. Was ich nicht machen habe lassen, ist, da gibt es ich glaube, das ist dieser FibroScan. Also die haben auch so ein Gerät dort, wo man schauen kann, ob man eine nicht-alkoholische Fettleber hat und wie ausgeprägt das ist, so in der Richtung. Das finde ich jetzt auch nicht so mega teuer, diese Untersuchung. Das wäre auch irgendwie spannend gewesen, das zu untersuchen. Das dauert, glaube ich, auch überhaupt nicht lange. Aber ja, das habe ich nicht gemacht. Aber
Nur damit du weißt, das kann man auch dort, das kann man auch dort machen lassen, diese Untersuchung. Ja, und bei dieser Bioimpedanzmessung kann man eben, gibt es die eine Variante mit, dass man diese Messung machen lässt einfach, und dann gibt es die Variante, dass man eine Besprechung dabei hat mit einem Arzt, und das empfehle ich dir ganz einfach, weil das sicher Sinn macht. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe ja, ich bin eh schon relativ, wie soll ich sagen, relativ gesund, ich weiß nicht. Ja, ich für meine Begriffe esse ich eh schon, ich esse keinen Industriezucker, ich habe Kohlenhydrate stark reduziert. Also mein Körper ist das gewohnt. Ja, seit 2,5 Jahren ist er das gewohnt. Und jetzt mit dieser Leberfastenkur, ich habe da begonnen. Ich nehme auch keine Medikamente. Ich meine, es ist alles so weit gut bei mir, dass ich das ohne Bedenken starten konnte und das Arztgespräch jetzt auch nicht wirklich notwendig war für mich. Ja. Aber schlecht ist es wahrscheinlich nicht, wenn man zu dieser Bioimpedanzmessung auch noch diese Arztbesprechung dazu nimmt, kostet nicht wesentlich mehr. Also ich finde das wirklich, das kann sich jeder leisten, dass man da genauer hinschaut, und du bekommst auch dann dort alle Infos. Es werden dir aber auch Fragen gestellt, weil ja, wenn man jetzt irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder so, man muss mal einfach schauen. Das gibt es bei mir alles nicht. Also ich bin da eher unkompliziert, was das betrifft. Darum habe ich eben diese Bioimpedanzmessung gemacht und dann sofort begonnen. Ja, also dort fühle ich mich wirklich gut aufgehoben und betreut, und ja, das wollte ich jetzt auch noch teilen, und ja, ich verdiene auch nichts damit, wenn ich das jetzt teile, weil das ist immer so, ja, so ein Thema, so, na, die erzählt das, weil sie Geld damit verdient, aber das ist nicht der Fall. Mir tut das einfach gut. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Aber das muss eh jeder für sich entscheiden. Aber darum erzähle ich drüber, und ich möchte es einfach dokumentieren und ja, auch teilen, wie es mir damit geht. Gut, ich sehe gerade, es sind schon wieder 17 Minuten. Ich glaube, das reicht. Ja, ich habe heute Tag 11. Ich habe jetzt dadurch, dass ich einen Tag später das Video jetzt gemacht habe, kann sein, ich schaue mir das jetzt nochmal an, kann sein, dass ich mich, ja, entweder ich melde mich in 2 Tagen oder erst wieder in 3. Mal schauen, du darfst dich überraschen lassen. Ich schau mal, wie das ist mir wegen diesem einen Tag Verschiebung da jetzt, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es noch 2 Videos geben. Das heißt, ein Video wahrscheinlich ziemlich sicher noch während dieser Leberfastenkur. Und eines dann ein paar Tage danach, wo ich auch meine Ergebnisse von dieser Bioimpedanzmessung mit dir teile, weil ehrlich gesagt interessiert mich das auch schon sehr. Ja. Gut, dann schicke ich dir ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.